das beste Essen, hoffe ich mal. So wurde es mir gesagt. Findet man bei El Said. Schaut euch das an. Was ist das hier? So sieht das aus. Und da haben wir. Wollt ihr die Preise wissen? Das, was wir genommen haben, ist ein Mixteller. Ein kleiner Mixteller. Bestellt pro Kilo. Aber ich weiß nicht, ob das ein Kilo ist. Das doch. Das ist der Preis. Das ist genau das, was man nur hat. Activator, da haben wir, den haben wir nicht gefragt. Aber mal schauen, was es so gibt. Ich bin sehr gespannt. Meine Frau ist wieder am Biber werden. Wegen zu wenig Essen und so. Sieht zu, dass ihr irgendetwas Kleines dabei habt, falls ihr mit der Frau unterwegs seid. Snickers reicht nicht. So eine Schinkenkeule, ein ganzer Pulle oder sonst irgendetwas. Ist mein Rat an euch. Immer eins dabei haben. Schön in Alufolie gewürzt. Ein halbes Pulle mit Reis. Und sie schaut mich schon böse an, aber ist okay. Aber ist okay. Jetzt warten wir nur noch aufs Essen. Und nimm immer ein Bett mit. Keine Ahnung warum, aber nimm's mit. Wie ihr seht, bin ich frisch rasiert. Ich wollte es filmen, aber leider haben die Leute, die dort geschnitten gearbeitet haben, gesagt, es geht nicht. Sie wollen es nicht. Aber schaut mal an, wie fresh euer Junge ist. Ja. Wird er böse angeguckt. Auf jeden Fall, sie haben gut Rabe gemacht. Ich wollte es filmen. Leider konnte ich es nicht. Aber der Preis. Ich hätte mit 250 angefangen, aber ich habe gesagt, 250 ist zu viel. Haben gesagt 100 und er ohne Diskussion hat es gemacht, also 100 ägyptische Pounds. Das sind etwa 10 Euro oder so. Ah nein, 5 Euro. 5 Euro, genau, ja. Ich bin irgendwie zu weit weg. 5 Euro für den Haarschnitt. Ich als Schweizer finde das gar nichts. Aber für hier. Ich habe noch einen Tipp für euch. Wenn ihr könnt, sagt mir, dass ihr von Europa seid. Oder Europa. Hauptsache nicht von Deutschland, von der Schweiz, Österreich, egal wie. Sucht ein anderes Land aus. Sagt ihnen, die kommen von dort. Sie können die Sprache eh nicht. Das, was sie können, ist Deutsch, Englisch. Und Englisch ist Weltsprache. Redet Englisch mit ihnen und sagt, ihr kommt von, keine Ahnung, Timbuktu, Indonesien, egal woher. Dort, wo es irgendwie die genau gleiche Kondition hat wie hier. Das heißt, dass das Leben auch nicht so einfach ist. In meinem Fall ist es die Türkei. Ich rede Türkisch, fangen wir so an. Und da wissen sie schon, aber es gibt nicht so viel zu holen bei denen. Also fangen sie erst nicht an zu diskutieren. Kleiner Tipp von mir, ein nice to know. Ihr wisst, ihr lernt von mir. Also warten wir ab, bis das Essen kommt. Dann sehen wir uns dann wieder. Das, was gekommen ist, ist mal der Salat. Das hier. Baba Ghanoush. Und hier. Das, meine Leute, ist das intensivste Geschmack von Limetten, die ich je hatte. Die sind klein, die sind so groß. So groß. Aber der Geschmack ist, als hätte der irgendwie 50 von den Limetten, die wir in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, egal wo, auf einmal pressen wird. Das heißt, kommt der, genießt es, so eine halbe kleine Limette ins Wasser rein, reicht euch für 2-3 Liter. Das sage ich euch, ja. Was ist das hier? Das hier. Kann man schon anfangen? Ich habe keine Ahnung. Es ist wieder. Ja, falls noch etwas kommt, ich melde mich gleich bei euch. Also, schaut mal her. Ich habe hier ein Brot.
Dann. Sind wir aber nicht. Ja. Interessant. Sesam. Das ist so scharf. Tomate da schon. Aha, das ist inbegriffen. Und hier haben wir etwas anderes. Ja, ich esse mit der Hand. Ich esse mit Gabel, aber ich esse mit der Hand. Ja, das ist Hand. Ja. Das ist eigentlich das Gleiche wie das. Aber mit mehr Kräutern drin. Isst du auch mit der Hand? Krass, ja. Ich bin so ungewohnt, sie weiß. Hast. Haben mal eine Zirkel, die weiß. Genau das habe ich gemacht. Ja, die Garten. Dann nimm das, gib mir das dann. Das ist so scharf. Das weiß ich nicht. Leute, die Tomate. Die Tomate hier. Unglaublich. Ha, ihr sollt sehen, was das von was wir so weinen. Und zwar, das ist das hier. Kleine Paprika. Scharf, der ist tot. Oh, Scheiße. Wow. Ich meine hier. Ich meine nicht, weil es gut ist, mehr weil es irgendwie schlecht ist, sondern es ist einfach zu scharf. Round 1 ist fertig, dann ist die Nachtkopf gekommen, weiter das an. Mit Sama, da hier Fleisch, Sama hier. Ich sage euch, es ist riesengroß und es lohnt sich. Was haben wir für das? 400, also das heißt knapp 20 Franken. 20 Euro. 20 Euro. Ja, für euch Europäer. Euro. Ich rechne immer noch in Schweizer Franken. Unabhängig. Also, hauen wir mal rein. Warte mal schnell. Muss das hier noch darstellen. So. Ja. Sarma, das, was ihr von der Türkei kennt. Brüte das, gefüllt mit Reis, umwickelt mit Weinpapier, Weintraubenpapier, wie heißt es, ja. Papierblätter, egal. Bisschen salzlos, aber ist okay. Kann man drüber reden, diskutieren. Die anderen mögen es, die anderen halt nicht. Meine Wenigkeit liebt Fleisch. Auch mein veganes Jahr hinter mir. Schaut euch das an, Mann. Schaut euch das an. Köpfe mit Fett. Sieht ihr das Fett? Umwickelt mit Fett. Oh.
wisst ihr, wie das schmeckt? Oh, ich kann es nicht erklären. Es ist unglaublich. Das wird fett und wirklich. Ja? Das ist also innen drauf ist die Köpfe und rundherum ist das Fett. Fettige Köpfe. Das ist genau das, was ich will, die fettige Köpfe. Schaut euch das an. Das hier. Das normale Köpfe ohne Fett. Aber oh mein Gott. Oh. Oh, mir gefällt das Fett. Die Fettköpfe gefällt mir besser. Mal schauen, das ist alles Fett. Oh mein Gott. Ich bleibe hier, Leute. Ich gehe nicht nach Hause. Ja. Also, wie heißt das? Wie ist Arabisch? Was er befolgt ist von Mussel. Von Ägypten. Kein Türk mehr, kein gar nichts. Wie international kann mein Land kann ich nicht mehr ändern. Da gibt es noch Leute. Schaut euch das an. Lammkeule. Keule vom Lamm. Nein, das ist Kotelett. Kotelett. Das ist Keule. Keule. Keule? Kotelett. Meine Mutter. Deine Mutter? Es ist ihre Mutter. Die Leute sagen immer, no, ist kein Fett, ist kein Fett. Halt die. Das ist das Beste. Oh. Ah. Das ist unglaublich. Das ist so viel. Eigentlich würde ich mit den Händen essen. Mich gewöhnt von meiner Heimat, Sri Lanka, Panakam. Oh mein Gott, ey. Wenn ich hier draußen bin, bin ich voll gefressen. Da sitze ich hin, ist oh, ich gehe immer noch einen Fruit Juice holen. Ich habe den Milchshake. Ich denke jetzt schon ans Trinken beim Essen und beim Essen und zum Essen. Aber Leute, ich melde mich wieder, wenn das soweit fertig ist. Und wir sehen uns. Leider hat es nicht fertig geschafft. Es war zu viel, es war lecker, es war absolut der Hammer, aber es war zu viel. Also wir haben noch vorher noch etwas gegessen, noch etwas Kleines heruntergeschluckt. Und das alles, es war zu viel. Aber wenn wir jetzt alles das aufessen, dann könnt ihr auch schon herumlaufen. Darum lieber ein bisschen wenig und dann alles zum Mitnehmen. War super, war wirklich wunderbares Essen. El Said, empfehlenswert. Keine Ahnung, wo die Straße ist oder wo wir sind, aber ich hoffe, das reicht auch hier. Einfach vorbeikommen. Super Bedienung, super Laden, super Essen und reichlich Essen. Das ist das, was wichtig ist und man bezahlt wenig. Die Preise sind wirklich
nicht so wie bei den touristischen Orten. Es ist okay. Zum Beispiel, du fährst jetzt mit dem Getränk, da weiß man das direkt. Was willst du trinken? Ah, oh, thank you, brother, thank you. Thank you. Thank you. No, the beer? Five to one. Okay, thank you. Für das alles 521 ist gar nichts. Es ist gar nichts. Es ist wirklich gar nichts. Jetzt mal mit bei meiner Reserve mal nachschauen. Ich habe meine Frau nicht gehört. Meine Frau würde die Bank ziehen. Wenn ich sie nicht hätte, wäre entweder reif, arm, ja, das wär's. Oder gar nichts. Dankeschön. Was hat ihn glücklich gemacht, das hat mich glücklich gemacht. Ich bin froh, dass ich ihn glücklich gemacht habe und vergiss dein Handy nicht. Also, bis später.